Professor Dr. Meinitz, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Was erwarten Sie sich ganz persönlich vom heutigen Abend? Ich erwarte mir eine gute Atmosphäre, eine stimmungsvolle Zusammenkunft, gute Festvorträge, von denen es ja sogar zwei gibt. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ein Abend von relativ langer Dauer und nachher ein gutes Glas Wein. Welche Bedeutung hat für Sie der Gewinn des Pharmabarometers, des Ehrenpreises? Der hat für die Institution Deutsche Herzstiftung große Bedeutung, weil es ein unerwarteter Preisgewinn ist. Die Deutsche Herzstiftung hat sich in den letzten Jahren ziemlich auf Distanz zur Pharmaindustrie gehalten, aus guten Gründen, um objektiv zu bleiben. Und wir waren überrascht, dass wir ausgewählt wurden. Vielleicht doch auch eine Referenz dann daran, auch ein Zeichen der Objektivität, dass dann doch gewertet wird, wenn jemand objektiv über etwas berichtet und nicht von eigenen Interessen getragen. Was sind die Schwerpunkte der Arbeit Ihrer Organisation? Das ist zunächst einmal die Patienteninformation. Wir wollen den mündigen Patienten, wir wollen den Patienten über Vorbeugung, optimale Diagnostik und optimale zeitgerechte Therapie informieren. Und zwar unabhängig und eben auch unabhängig von Einflüssen von irgendwelchen Gruppen. Wir stehen damit zwischen dem Arzt als Spezialisten und den Patienten. Und häufig ist ja das Verhältnis durchaus, was den Informationsfluss von Seiten des Arztes angeht, limitiert. Und das wollen wir ändern. Wie viele Menschen sind von diesem Krankheitsgebiet betroffen? Ich kann nur sagen, Millionen. Und viele wissen es nicht. Die Herz-Kreislauf-Krankheiten sind der größte Killer unserer Zeit, viel mehr als Krebserkrankungen beispielsweise. Und es sterben eben auch Leute, jung und unerwartet, unnötig. Und das wollen wir verhindern. Welche Rolle spielen Innovationen in Ihrem Fachgebiet? Die spielen eine sehr große Rolle. Es ist einerseits die persönliche Innovation. Die Innovation, ein Forscher, ein Kliniker, ein neues Verfahren erfindet, häufig mit Hilfe der Industrie, aber durchaus nicht immer. Das hat uns in den letzten Jahren enorm weitergebracht und hat auch zu einer Verbesserung der Lebenserwartung geführt. Andererseits auch die Innovation durch die Pharmaindustrie und medizintechnische Industrie. Ich behaupte, dass die Steigerung der Lebenserwartung heute, die wir alle genießen, auch wesentlich mit durch die Innovation, durch die Industrie, Pharmaindustrie und medizintechnische Industrie zustande gekommen ist. Beim Pharmatrend wählen 1500 Ärzte die innovativsten Medikamente. Was denken Sie darüber, dass hier Ärzte die Jury bilden? Das ist völlig richtig. Man muss natürlich sagen, es kommt darauf an, was das für Ärzte sind. Ist das ein Querschnitt von Ärzten? Dann können sie nur Medikamente bewerten, die schon eine Zeit im Handel sind. Sonst haben sie ja keine Erfahrung. Dagegen wissenschaftlich tätige Ärzte können Medikamente häufig schon bewerten, aufgrund von klinischen Studien, also bevor sie überhaupt im großen Gebrauch sind. Also beides muss man unterscheiden. Wahrscheinlich hat man einen repräsentativen Querschnitt und wartet, bis Medikamente eine Zeit gebraucht werden von den Ärzten. Und dann können sie ganz gut sagen, am besten jedenfalls, wie die Medikamente den Patienten helfen oder ob sie zu viel Nebenwirkungen haben. Wie denken Sie darüber, dass Pharmaunternehmen und Medikamente laufend durch Anwender bewertet werden? Ja, Anwender wären ja die Patienten. Die Patienten können eigentlich die Pharmaunternehmen nicht bewerten. Nach was sollen die, ob die Reklame gut ist, das können sie gar nicht unterscheiden. Wenn man die Anwender, aber die Ärzte sagt, dann ist das eine sehr gute Sache. Die Ärzte sollen die Medikamente bewerten. Patienten können sie auch bewerten, aber nur für wenige Arzneimittel. Zum Beispiel können sie sagen, ist eine Schlaftablette gut? Habe ich am Morgen einen klaren Kopf? Gewöhnt man sich nicht dran? Kann man die nehmen oder kann ich das nicht? Bei solchen Dingen kann man die Patienten fragen. Kann sie auch noch fragen bei Hochdruckmedikamenten, ob die gut vertragen werden. Aber man kann einen Patienten nicht fragen, wirkt dieses Medikament lebensverlängernd oder nicht für sie. Bin ich dann auf meinen Arzt angewiesen? So ist es. In der Therapie von chronischen Krankheiten erfährt der Arzt wesentliches Feedback über Arzneimittel. Wirkung, Verträglichkeit und Patientenservice von seinem Patienten. Wie hoch schätzen Sie den Einfluss von Patienten auf die heutigen Auszeichnungen? Das kann ich schwer beurteilen. Über die Ärzte natürlich indirekt. Die Ärzte leben von den Informationen der Patienten und haben das hier in der Auswahl zum Ausdruck gebracht.
Ein direkter Einfluss besteht im Wesentlichen darin, ob Patienten Medikamente vertragen. Das ist entscheidend und danach wählen sie auch aus. Sie wollen die Wirkung haben, zum Beispiel die Blutdrucksenkung, möglichst ohne was davon zu verspüren. Es ist gerade schon Belastung genug, dass sie Medikamente nehmen müssen. Von denen wollen sie aber, dass sie keine Nebenwirkung haben. Und leider, kein Medikament ist ohne Nebenwirkungen.